herzliches Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Transfermarkt TV. Wir sprechen heute ganz ausführlich in unserem Top-Thema über Schalke 04 mal wieder. Denn bei den Königsblauen, da wird emsig gearbeitet. Es muss emsig gearbeitet werden, denn ein Kader für die zweite Liga muss zusammengestellt werden. Wir starten nichts wie rein in unser Top-Thema und da liegt der Fokus natürlich auf ihm hier. Am 4. Mai wurde Ruven Schröder als neuer Sportdirektor installiert und der Abstieg, der steht ja schon etwas länger fest. Heißt, man muss eine Truppe formen, die es in der zweiten Liga möglichst schnell nach oben schafft. Dafür wurde schon ein bisschen was getan auf dem Transfermarkt. Danny Latzer, ein alter Schalker, kehrt zurück. Bisher Kapitän beim 1-0-5, durchaus ein Transfer, der sich sehen lassen kann. Und gleich ein zweites Mal konnten die Königsblauen aufhorchen lassen auf dem Transfermarkt. Denn Simon Terodde vom Hamburger SV, der Rekordtorjäger der eingleisigen zweiten Fußball-Bundesliga, schließt sich Schalke 04 an, kommt im Sommer ablösefrei nach Gelsenkirchen. Das ist durchaus vorzeigbar, aber unterm Strich natürlich erst der Anfang, denn es muss noch viel, viel, viel mehr getan werden. Ruven Schröder hat noch einiges vor der Brust. So auch Abgänge. Die sind nämlich genauso wichtig wie Zugänge. Es wurden gleich 10 an der Zahl am heutigen Tage bekannt gegeben. Die werden am Wochenende beim Spiel gegen Köln dann verabschiedet. Wir haben zunächst mal Bastian Utschipka und Benjamin Stambouli. Die sind zwar noch längerfristig an S04 gebunden, aber ihre Verträge haben keine Gültigkeit für Liga 2. Also werden sie abgegeben. Man muss natürlich Gehalt sparen. Die auslaufenden Verträge von Skibski, Schöpf, Mustafi und Bentaleb werden nicht verlängert. Da gibt es natürlich bei jedem gute Gründe dafür, wenn man sich die sportliche Leistung eines jeden Einzelnen anschaut. Und bei Shkodran Mustafi, da ist ja auch ein weiterer Aspekt vorhanden. Die Diskussion, die es um ihn gab, Stichwort Meuterei bei Schalke. Und die Kollegen Renault, Paciencia, Ludewig und William sind ja alle ausgeliehen, kehren alle zu ihren Clubs zurück. Die drei letztgenannten waren fast die ganze Zeit verletzt, hatten also wenig Impact auf die Saison von Schalke 04. Der Gesamtwert dieser 10 heute bekannt gegebenen Abgänge beträgt 31,3 Millionen Euro. Das entspricht ungefähr einem Drittel des Kaderwertes. Das ist mal ein echter Umbruch. Und es gibt auch noch weitere Personalien, bei denen noch Klärungsbedarf herrscht. Zum Beispiel er hier, Klaas-Jan Huntelaar. Eigentlich hatte er sein Karriereende schon bekannt gegeben. Er hätte auch mit Ajax ganz gemütlich und entspannt Meister werden können und dann Ciao sagen können. Aber er ist ja bekanntermaßen im Winter nochmal rübergekommen zu Schalke und nun wird diskutiert, ob er bleibt, der Ausgang dort offen. Auch bei Michael Langer, dem Ersatztorwart, ist noch keine Entscheidung gefallen. Dafür sollen diese Kollegen alle den Verein noch verlassen. Auch hier der Grund ganz offensichtlich. Sie kosten einfach viel zu viel Gehalt. Das wäre total unangemessen für Schalke, sie weiter zu bezahlen, diese 6 Akteure. Der Kicker berichtet, dass auf jeden Fall alle 6 gehen sollen und müssen. Zum Beispiel bei Marc Uth, der wahrscheinlich auch etwas zu stark ist für die zweite Liga. Er war ja auch sogar schon mal an Köln verliehen. Amin Harit war schon diverse Male suspendiert. Suat Serdar sagte, er möchte lieber Champions League spielen. Nastasic oder Rudi, der an Hoffenheim verliehen ist, hier die Zukunft noch offen. Und bei Ozan Kabak scheint es ja so, dass Liverpool die Kaufoption nicht zieht. Zu ihnen haben wir später noch in der Gerüchteküche ein paar mehr Updates. Ja, alle zusammen haben sie hochdotierte Verträge. Schalke kann sie sich nicht mehr leisten. Und wir wollen von euch wissen, wo könnte es diese 6 Akteure hinziehen? Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. All diese Spieler haben zusammen hochdotierte Verträge. Wie gesagt, das ist nichts für Liga 2, nichts, was ökonomisch in irgendeiner Form machbar ist. Und wir wollen von euch wissen, wo könnte es zum Beispiel diese 6 Spieler da hinter mir hinziehen? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wir machen weiter mit unseren weiteren Gerüchten in der Gerüchteküche. Und da haben wir gleich einen interessanten Mann ganz am Anfang, der wie kaum ein Zweiter für die schlaue Kaderzusammenstellung vom VfL Wolfsburg
Mittelpunkt steht. Maxence Lacroix kam vor einem Jahr für 5 Millionen. Jetzt haben bereits diverse Teams ein Auge auf den Franzosen geworfen. Laut Sky ist nun auch Chelsea dran und möchte den Innenverteidiger gerne verpflichten. Man soll sogar schon Kontakt zu dessen Berateragentur aufgenommen haben. Lacroix selber hat bei den Wölfen noch einen langen Vertrag bis 2024 und die Wölfe wollen wohl 30 Millionen Euro. Das war auch die Summe, die man dem BVB kommuniziert haben soll. Dortmund soll ja auch schon an Lacroix dran gewesen sein. Laut ESPN ist Josh Sargent einer der Verkaufskandidaten bei Werder Bremen. Dort braucht man ja unbedingt Geld. Es ist noch nicht klar, in welcher Liga man überhaupt nächstes Jahr antritt. Werder ja noch in akuter Abstiegsgefahr. Und es soll schon ein Bundesliga-Quartett geben, die sich vorstellen können, den US-Amerikaner zu verpflichten. Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart und Gladbach sollen interessiert sein. Sargent wäre bei seinem Marktwert von 9 Millionen einer der Top 10 Abgänge bei Werder Bremen. Laut der Sportbild hat Marcel Sabitzer eine Ausstiegsklausel bei RB Leipzig. Mit der könnte er in diesem Sommer wechseln und RB müsste tatenlos zuschauen. Leipzig wären die Hände gebunden, wenn ein Team aus der Premier League zum Beispiel kommt. Dort gab es immer wieder Interesse am Österreicher, vor allen Dingen von Tottenham. Und laut der Sportbild liegt diese Klausel bei 50 Millionen Euro. Also ein sehr gut bezahlter Wechsel von Marcel Sabitzer, dem RB-Kapitän, erscheint nicht ganz unwahrscheinlich in diesem Sommer. Praktisch im gleichen Atemzug berichtet die Sportbild von einem RB-Interesse an Ozan Kabak. Am Wochenende gab es ja Berichte, wonach der FC Liverpool die Kaufoption für den Innenverteidiger nicht ziehen wird. Aber er wird wohl auch nicht zurück zu Schalke. Heißt, RB könnte der lachende Dritte werden. Und der FC Liverpool soll demnach wohl auch eher an einem Leipziger interessiert sein, nämlich an Ibrahima Konaté. Dann wäre es also ein kleines Innenverteidiger-Karussell. In der Premier League könnte sich ein wahrer Rekorddeal abzeichnen. Es geht um Harry Kane. Wenn ihr aufmerksam unsere Sendungen verfolgt habt, dann wisst ihr Bescheid. Der Mittelstürmer, der zweitwertvollste Spieler in unserer Datenbank nach Kylian Mbappé, der plant wohl seine Zukunft und die könnte nicht bei Tottenham liegen. Bei der Niederlage gegen Aston Villa, da hat er eine Ehrenrunde im Stadion gedreht. Das kann durchaus als Zeichen auf ein Abschied von den Spurs gedeutet werden. Nun berichtet der Guardian, dass Manchester City unter Hochdruck an einem Transfer arbeitet. Die Ablösesumme dabei wäre enorm. Es soll sich irgendwo im Bereich von 150 Millionen Euro abspielen. Vielleicht eine der spannendsten Geschichten in diesem Transfersommer. Der Telegraph berichtet, dass Danny Ings trotz der Vertragsverlängerung von Edinson Cavani bei Manchester United ein Thema bei den Red Devils sein soll. Einerseits wird ja auch Harry Kane mit Manchester United in Verbindung gebracht, aber sollte das nicht klappen und an der enormen Ablösesumme scheitern, dann wäre wohl Ings eine Alternative, die auch weitaus kostengünstiger wäre. Der Stürmer hat bei Southampton in der aktuellen Saison 12 Tore erzielt und besitzt noch einen Vertrag bis 2022. Wir kommen nach Deutschland zum FC St. Pauli. Dort berichtet die Bild, dass sich der Kiez-Club und Marvin Knoll, der Defensivspieler, im Austausch befinden über einen möglichen Abgang im Sommer. Unter Trainer Timo Schulz kam Knoll zuletzt kaum noch zu Einsatzzeiten. Vom Kicker stammt ein Gerücht zu Chris Führich. Der soll beim VfB Stuttgart auf dem Zettel stehen. Aktuell ist er vom BVB an den SC Paderborn verliehen, hat eine Top-Zweitligasaison gespielt, 13 Tore und 7 Vorlagen in seiner ersten Spielzeit als Profi. Das kann sich durchaus sehen lassen. Und Paderborn besitzt eine Kaufoption in Höhe von etwas mehr als 1 Million Euro. Könnte also ein kleines Geschäftsmodell werden. Die Kaufoption ziehen und ihn direkt weiter nach Stuttgart verkaufen. Aber auch der BVB hat ja unter Umständen als Vertragspartei Nummer 1 noch ein Wörtchen mitzureden.
Laut einem Bericht des Kicker möchte Hertha BSC in Zukunft vermehrt auf deutschsprachige Profis setzen. Und zwei Namen werden da direkt genannt. Einerseits Niklas Dorsch, der einen Neustart in der Bundesliga durchaus anpeilen könnte. War ja früher bei den Bayern, dann bei Heidenheim, aktuell bei Gent in Belgien unter Vertrag. Im Transfermarkt-Interview hatte er zuletzt klargestellt, dass die Bundesliga sein langfristiges Ziel ist. Und der andere Herr zur Rechten, das ist Mitchell Weiser, der von 2015 bis 2018 schon für die Hertha gespielt hat. Damals war er gesetzt unter Trainer Pal Dardai, der mittlerweile ja auch wieder im Amt ist. Der Vertrag von Weiser in Leverkusen läuft bis 2023. Bei der Werkself ist er nicht immer erste Wahl und sein Marktwert, der liegt aktuell bei 4,5 Millionen Euro. Wir kommen zu einem Marktwert-Update. In der Eredivisie wurde ein kleines Zwischenupdate vorgenommen. Wir zeigen euch die interessantesten Neuerungen bei den Topspielern in Holland. Und beginnen mit einem jungen Herrn, der im Sommer nach Deutschland wechseln wird. Brian Brobbey, aktuell bei Ajax unter Vertrag, hat da eine Top-Torquote, denn alle 63 Minuten schießt er im Schnitt ein Tor in der Eredivisie. Ist auch schon in der Europa League zum Einsatz gekommen und RB Leipzig hat zugeschlagen, verpflichtet ihn ablösefrei. Sein Marktwert steigt um 1,5 Millionen auf jetzt 7 Millionen Euro Marktwert. Joey Fährmann gewinnt ebenfalls 1,5 Millionen, ist jetzt 8,5 Millionen Euro wert bei Heerenveen. Da ist er absoluter Stammspieler mit 22 Jahren und es gab nur einen Spieler bei Heerenveen, der mal einen höheren Marktwert hatte, der heutige Augsburger Alfred Finn Bogason. Und noch was, Fährmann ist der wertvollste Profi der Eredivisie, der nicht bei den vier großen Clubs Ajax, PSV, Feyenoord oder AZ unter Vertrag steht. Sebastien Haller verliert hingegen 3 Millionen, ist jetzt 27 Millionen Euro wert. Seit der Ex-Frankfurter aus der Premier League zu Ajax kam, hat er Schwierigkeiten auf Top-Niveau zu spielen. Hat zwar in 19 Partien immerhin 11 Mal getroffen, aber er brachte nicht die Qualität aufs Feld, die man sich vom teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte erwartet hat. Und David Neres war auch lange Zeit wertvollster Spieler der Eredivisie, verliert in Einklang quasi mit Sebastien Haller 3 Millionen und hat den gleichen Marktwert, nämlich 27 Millionen. Sein Problem war eine monatelange Knieverletzung, zu Beginn der Saison erst zurückgekommen und er hat es noch nicht geschafft, auf sein hohes Leistungsniveau von 2017 und 2018 zu kommen. Alle weiteren Marktwert-Updates in der Eredivisie seht ihr natürlich unter transfermarkt.de. Dort gibt es dann auch morgen ein weiteres Marktwert-Update, nämlich aus der Türkei. Also transfermarkt.de und transfermarkt.com.tr. Dort habt ihr morgen jede Menge neue Bewertungen für Profis aus der Super League, solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Und wir kommen jetzt zu ein paar wichtigen News. Da gab es einige interessante in den vergangenen Tagen. Zum Beispiel hat Sami Khedira gestern offiziell bekannt gegeben, seine Karriere nach 15 Jahren zu beenden. Er wirkte bei der Pressekonferenz traurig, aber auch reflektiert und er sagte, das Ganze habe doch Spuren an seinem Körper hinterlassen. Es sei genau der richtige Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Heißt, am Wochenende wird er offiziell von der Hertha verabschiedet. Eine längere Zukunft bei der alten Dame soll er hier haben. Brasilianer Matheus Cunha, der hat nämlich ganz still und heimlich seinen Vertrag verlängert. War noch bis 2024 gültig, das Arbeitspapier, aber jetzt hat er einen Vertrag bis 2025. Er ist hochtalentiert, der Cunha, und es gab wohl den ein oder anderen Interessenten im internationalen Fußball. Das aber ein klares Bekenntnis zum Hauptstadtclub. Eine besondere Vertragsverlängerung gab es für Dominik Szoboszlai. Der hat nämlich noch nicht eine Sekunde für RB Leipzig auf dem Platz gestanden. Eine Schambeinentzündung ist der Grund. Trotzdem hat RB den Vertrag mit dem Ungarn verlängert. Komisch, denn er spielt ja überhaupt erst seit Januar in Leipzig. Hatte schon einen Vertrag bis 2025. Jetzt ist er eben bis 2026 gebunden.
Der HSV hat wohl den Frust über den erneut verpassten Wiederaufstieg in die Bundesliga runtergeschluckt und blickt nach vorne, denn es wurde ein Spieler für den nächsten Zweitligakader verpflichtet. Von Ligakonkurrent SC Paderborn kommt der 26-jährige Innenverteidiger Sebastian Schonlau, dessen Vertrag beim SCP auslief. Bayer Leverkusen hat einen neuen Trainer für die neue Saison. Gerardo Suan wurde schon mit dem ein oder anderen Bundesligisten in Verbindung gebracht. Bisher trainierte der Schweizer die Young Boys Bern. Dreimal wurde er Schweizer Meister und er soll bis zu 2 Millionen Euro Ablösesumme für die Werkself kosten. Der FC Arsenal hat bestätigt, dass man David Luiz, dem Innenverteidiger, keinen neuen Vertrag vorlegt. Das heißt, der frühere Nationalspieler geht am Saisonende und, kurios, es wäre dann der erste ablösefreie Wechsel in der Karriere von David Luiz, der bevorsteht, wenn er sich denn nochmal einen neuen Verein sucht. Berichten zufolge soll Edin Terzic Top-Kandidat gewesen sein für das Traineramt bei Eintracht Frankfurt, aber der Interimscoach des BVB hat der SGE abgesagt. Die Begründung soll gelautet haben, das Saisonfinale mit dem BVB war emotional zu aufwühlend, er sei noch nicht bereit, jetzt einfach zur Bundesliga-Konkurrenz zu wechseln. Das ist ja auch durchaus mal eine bemerkenswerte Aussage. Levin Öztunali wechselt innerhalb der Bundesliga. Der Vertrag bei Mainz 05, der lief ja aus und es geht nicht zurück in die Heimat. Öztunali ist ja der Enkel von Uwe Seeler, wurde zuletzt häufiger mal mit dem HSV in Verbindung gebracht, aber es geht in eine andere Großstadt nach Berlin zum ersten FC Eisern Union. Und die Eisernen haben auch einen Verteidiger verpflichtet. Timoteusz Puchacz spielt hinten links, ist 22 Jahre alt und kickte bisher für Lech Posen. Er verstärkt Union für die kommende Saison. Und aller guten Dinge sind drei. Wir haben nämlich noch eine Union-Meldung im Petto. Christopher Trimmel, der Kapitän der Berliner, bleibt an Bord. Er verlängerte seinen Vertrag bei Union Berlin. Er ist ja schon in beiden Bundesliga-Jahren Top-Vorlagengeber von Union gewesen. Das war's für heute von der aktuellen Ausgabe von Transfermarkt TV. Ihr sollt natürlich gerne noch weiter fleißig mitdiskutieren und eure Meinung, aber auch eure Fragen in die Kommentare unter dieses Video schreiben. Natürlich auch gerne zu unserem Top-Thema der Kaderplanung von Schalke 04. Und dann habe ich noch zwei Videoempfehlungen für euch. Zum Beispiel könnt ihr hier für unser aktuellstes Video klicken und da unten haben wir ein kleines Special für die Kadernominierung der Europameisterschaft. Jogi Löw war ja gestern gefragt und hat den Kader bekannt gegeben. Wir haben ein extra Video dafür gemacht. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und sage bis ganz bald hier auf dem Channel.